Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, in unserem Format Naturmedizin. Ich habe heute eine Dame da, die wurde leider mit einer Diagnose konfrontiert, Lymphdrüsenkrebs. Und wie sie damit umgegangen ist mit der Diagnose und wie sie ihren ganz eigenen Weg gefunden hat, aus diesem Tal der Tränen rauszukommen, das wird sie uns gleich erzählen. Bitte bleiben Sie dran, denn diese Sendung wäre super gut, wenn man die weiter verbreiten würde zu Menschen, die mit ähnlichen Diagnosen konfrontiert sind. Herzlichen Dank und bis gleich. So, ganz herzlich willkommen, liebe Miriam Reichel. Danke, dass du aus Deutschland zu uns gereist bist. Vielen Dank, ja. Du warst sicher ein paar Stunden unterwegs. Es geht. Ja. Also danke auch für deinen Mut. Denn ich denke, das, was du zu sagen hast, ist für ganz, ganz viele Menschen da draußen ein Hoffnungsschimmer. Und genau das ist das Ziel. Wir möchten Hoffnung machen. Wir möchten Menschen zeigen, es gibt Wege raus. Und man muss nicht immer mit einer Diagnose leben. Und die Diagnose ist ja nicht unbedingt sehr berauschend. Wie war sie bei dir, die Diagnose? Ich habe die Diagnose erstmal herausgezögert. Also ich habe eine Vordiagnose bekommen. Ich dachte, oder mein Arzt dachte, ich hätte Bandscheibenvorfälle. Und dann war ich im CT und dann hat der Radiologe gefragt, ob ich in der Familie Krebskranke oder Krebstote habe. Und hat mich dann mit einer Vordiagnose mit einem Arztbrief losgeschickt. Und der hat eben gesagt, dass ich ein metastasierendes Krebsleiden habe mit Beteiligung von Lunge, Milz, Leber, Knochen und Oberschenkel. Nein, ganz so viel. Ja, so viel, genau. Also die Lunge war noch nicht ganz sicher, aber es war eben sicher, der Rest war sicher. Und dann hieß es eben, ja, metastasiertes Krebsleiden. Und dann sollte ich damit auf die Suche gehen nach dem Primärtumor. Und ich hatte mir gedacht, dass es wohl, also von der Metastasenbildung, dass es entweder Brustkrebs sein könnte oder Lungenkrebs. Hatte aber auch keine Ahnung von Krebs, aber das war jetzt so meine Idee. Brust- oder Lungenkrebs, dass der so metastasiert. Und ich habe aber dann erstmal keine weiteren Untersuchungen machen lassen. Also ich habe mich entschlossen, ich bin zu meinem Homöopathen gegangen und habe mich erstmal entschlossen, dass ich keine Diagnose bekomme. Und das habe ich getan, weil dieses metastasierende Krebsleiden nicht den Eindruck auf mich gemacht hat, dass, wenn ich das genauer noch als Diagnose bekomme, dass das für mich irgendwie positiv ist. Also ich habe da nicht so den Sinn darin gesehen, mir diese Diagnose zu holen, weil ich auch keine Prognose wollte und weil ich wusste, dass die wenigsten mir sagen würden, es ist alles nicht so tragisch, du bist wieder geheilt. Und deshalb habe ich erst mal 6 Monate mir keine Diagnose machen lassen. Und was hast du in den 6 Monaten gemacht? Ich meine, du musst doch irgendwo durch auch überlegt haben, was ist denn die Ursache, dass ich jetzt eigentlich in diese Krankheit reingerutscht bin? Also ich bin zu meinem Homöopathen gegangen und habe mit dem die Lage besprochen. Und der sagte mir, dass ich mich als allererstes mal entscheiden muss, welche medizinische Richtung ich einschlage. Also wenn ich jetzt meinetwegen die chinesische Medizin mache, dann brauche ich eine ganz andere Diagnostik, als wenn ich die normale Schulmedizin mache. Also für die chinesische Medizin brauche ich keine Biopsie. Wenn ich jetzt eine Chemotherapie mache, brauche ich natürlich eine Biopsie. Wenn ich die Homöopathie mache, dann brauche ich auch die Diagnose nicht. Also die exakte, sondern dann geht es ja eher nach den einzelnen Befindlichkeiten, nach den Arzneimittelbildern. Und das ist ja eine ganz andere Vorgehensweise als in der Schulmedizin. Und in der Homöopathie ist es am Ende des Tages ja auch gleichgültig, ob es ein Brustkrebs ist oder ein Lungenkrebs, je nachdem, wie diese Person eben sich verhält und welche Problematik die Person mitnimmt. Also man gibt ja nicht in der Homöopathie Mittel XY für Brustkrebs und immer das Gleiche für Lungenkrebs, sondern das ist ja variabel vom Patienten abhängig. Und somit hatte ich die Aufgabe von meinem Homöopathen, mich zu bilden und mich für einen Weg zu entscheiden. Den ich dann gehen will, den hat er mir auch offen gelassen. Also er hat weder gesagt, dass der
in der Homöopathie liegt, noch dass er in der Schulmedizin liegt, sondern er hat gesagt, ich soll selbst mein bester Arzt werden und dann wissentlich entscheiden, was ich mache. Also das ist schon mal super. Also wirklich, das gefällt mir, dass man nicht Druck gemacht wurde, sondern dass du die Zeit hattest zur Findung, was du eigentlich für dich am wichtigsten findest. Meistens wird ja sehr viel Druck gemacht. Ja. Wie hat sich in dieser Zeit die Schulmedizin dann zu dir gesagt? Ich meine, normalerweise müsstest du ja wirklich den Herd suchen. Müsste man, ja. Müsste man. Wie haben die Leute reagiert dort? Hast du gesagt, nee, im Moment will ich nichts mehr wissen, danke vielmal. Naja, das Geschenk reicht schon. Die Schulmedizin teilt ja auch sehr in unterschiedliche Abteilungen ein und ich denke jetzt mal, dass sich der Radiologe nicht dafür interessiert, ob man das weitermacht oder nicht. Das ist ein radiologisches Zentrum gewesen und ich war eine Patientin. Er hat mir die frohe Botschaft verkündet in 3,5 Minuten und damit, denke ich mal, war ich erledigt als Fall. Also ich meine, ich war natürlich willkommen für weitere Bilder, aber ich glaube nicht, dass sich dieser Arzt Gedanken gemacht hat, ob das vorwärts geht oder in welche Richtung das geht. Weil das ist ja auch nicht sein Ziel unbedingt. Sein Ziel ist ja die Diagnostik und was der Mensch damit macht, ist gleichgültig. Mein Orthopäde, der auch aus dem Freundeskreis kam, der fand es nicht unbedingt richtig, was ich mache. Und der hat schon versucht, dass ich, also zum einen hatte ich verschiedene gebrochene Wirbel und ich hatte natürlich auch einen Riss im Oberschenkel und im Becken. Und insofern hätte der natürlich gerne gesehen, dass ich mich operieren lasse oder dass ich ein Korsett trage oder dass ich irgendwie ins Handeln komme. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Warum ist dein Wirbel gebrochen gewesen? Weil der Krebs da war. Der hat das durchbrochen? Ja, natürlich. Oh. Also wenn der Tumor zu groß wird, dann sagt irgendwann der Wirbelkörper, ich kann nicht mehr. Ach nein, so weit war das schon. Und insofern hatte ich 5 gebrochene Wirbel. Und der hätte mich jetzt natürlich dann anders behandelt, natürlich. Aber also ja, es gab natürlich einige, die das alles, also ich komme aus einem sehr, ich habe viele Ärzte in meinem Umfeld, die fanden das jetzt auch alle nicht unbedingt richtig. Ich habe das aber auch nicht mit ihnen diskutiert und ich habe meine Diagnose auch nicht nach außen getragen. Ja, jetzt, ich bin natürlich noch immer verwirrt, weil ein gebrochener Wirbel muss ja irgendwie auch wieder geflickt werden, aber die Geschichte ist ja noch nicht fertig. Ich möchte aber jetzt noch eine Frage stellen. Wie hast du das psychisch verarbeitet, dass du jetzt selbst plötzlich zum Arzt werden musst von deiner eigenen Krankheit? Beziehungsweise der Homöopath hat ja das wirklich gut informiert, oder? Die Optionen gezeigt. Also wie hast du das selbst verarbeitet? Wie hat dich dein Umfeld vielleicht aufgefangen? Also mein Mann hat mich aufgefangen und mein Umfeld wusste es nicht. Also ich habe es nicht kommuniziert, weil ich 2 kleine Kinder hatte. Und weil ich nicht wollte, dass irgendwann jemand zu meinen Kindern sagt, oh Gott, deine Mutter hat Krebs, bald ist sie nicht mehr. Ja. Und also musstest du noch die starke Mutter spielen? Ich weiß nicht, ob ich die starke Mutter spielen musste, aber ich fand, dass meine Kinder zu klein sind für die Diagnose. Und ich fand auch nicht, dass es das Alter ist, wo man sich mit dem Tod der Mutter auseinandersetzen muss. Und natürlich merken das die Kinder. Das ist, also der Kleine hat es nicht gemerkt. Der war 2, also ist 3 geworden in dem Jahr und oder ist war 3 und der Große war 6 und das ist nicht ein Alter. Also der Große hat schon öfter gesagt, ob ich sterbe und dann habe ich halt immer gesagt, ich sterbe weder heute noch morgen und damit war der auch eigentlich zufrieden. Ja, ist auch eine schöne Antwort. Also und es war für die in Ordnung und ich fand auch nicht, also ich habe es nicht so empfunden, dass es die Aufgabe der Kinder ist. Ich fand, dass es meine Sache ist und dass die Kinder aufwachsen sollen, wie Kinder aufwachsen. Und da gehört eigentlich meines Erachtens nicht in dem Alter eine Krebsdiagnose dazu. Super. Und wenn es anders gewesen wäre, dann hätten sie damit umgehen müssen. Ja, aber ich muss ja nicht, bevor die Sache durchgestanden ist oder bevor man das Ergebnis weiß, ich muss sie ja nicht belasten mit einer Prognose oder mit einer Idee, die ich dazu habe. Also das war jetzt nicht. Jetzt ist es ja noch so, dass eine Krebsdiagnose sehr häufig auch irgendwo im Kopf ein Kinofilm abgeht. Krebs gleich sterben wird uns leider sehr oft so eindoktriniert,
Du bist der lebendige Beweis, dass es eben falsch ist, dieses Denken zu haben. Aber wie hast du in dieser Situation reagiert? Hattest du sofort diesen Optimismus, dass du einen Weg findest? Oder warst du wirklich auch am Boden zerstört zwischendurch? Also ich war natürlich zwischendurch am Boden zerstört, weil ich es auch nicht verstanden habe. Also ich hatte eine glückliche Ehe. Also ich habe nicht so wirklich verstanden, warum ich das jetzt bekomme. Und das fand ich natürlich schwierig. Und natürlich gab es immer wieder schwierige Zeiten, gerade mit den kleinen Kindern, weil da zumindest bei mir auch ein gewisser Schuldkomplex kam und ich gedacht habe, jetzt versagst du als Mutter, indem du einfach eventuell gehst. Das fand ich schwierig. Allerdings hatte ich jetzt, mein Homöopath hat nicht vom Tod, also wir haben uns über den Tod unterhalten, aber wir haben uns über den Tod als Thema unterhalten und wir haben uns nicht über den Tod unterhalten als etwas, was nur mich ereilt und nicht ihn, sondern wir haben uns zusammen über den Tod unterhalten, unabhängig von meiner Krankheit. Und ja, und mit meinem Homöopathen habe ich also dieses, wie das ausgehen könnte, das war nie Thema. So eine immer der Weg eigentlich aus der Krankheit rauszukommen. Der Weg aus der Krankheit, ja. Und der hat mir auch keine Begrenzung gesetzt. Also in keinster Weise. Ich konnte alles machen, was auch immer ich machen wollte. Und er hat gesagt, er unterstützt mich dabei. Der Typ war gut, hä? Der Typ war sehr gut, ja. Der Typ war ausgesprochen gut, ja. Also diese 6 Monate waren jetzt mal so weit durch. Du hast dich in der Zwischenzeit schlau gemacht, was du gerne machen möchtest. Und wie ging es dann weiter, dass du da rausgekommen bist? Dann habe ich erstmal meine Diagnose gekriegt. Du hast dann also doch eine Untersuchung gemacht, um den Herd zu finden? Ich hatte von Anfang an, schon ein Jahr davor, hatte ich unterm Schlüsselbein Knoten und unterm Arm. Und da hatten mehrere Ärzte gesagt, dass es ein Lipom ist, also Fett. Und dass es durch die Schwangerschaften kommt und dann war ich schon sehr dünn und habe mir dann irgendwann gedacht, okay, jetzt bist du dünn, hast irgendwelche komischen Fettpolster, das lasse ich jetzt einfach mal wegschneiden. Und dann bin ich zu meinem Nachbarn gegangen, der Schönheitschirurg ist, und habe das einfach spontan entschlossen, dass ich das jetzt wegschneiden lasse und sozusagen ein Problem weniger habe. Und der hat es dann eben operiert und als er das operiert hat, ist ihm aufgefallen, dass das nicht gutartig ist und hat das eben eingeschickt. Und dann hat mich, weiß nicht, wie lange das gedauert hat, 3-4 Wochen, hat mich eben dieses Labor angerufen und hat dann die frohe Botschaft verkündet. Und dann war das eben Morbus Hodgkin im Stadium 4b, also im Endstadium. Und das heißt, das sind extrem bösartige gewesen. Weiß jetzt nicht, ob er, also sagen wir mal so, die Ausbreitung war eben so groß. Normalerweise ist Hodgkin aus der schulmedizinischen Sicht eine gute Erkrankung. Also Hodenkrebs und Hodgkin ist das schulmedizinische Steckenpferd. Aber mit der Ausbreitung, die ich hatte, war es nicht mehr das Steckenpferd, sondern da war es dann eben gleich palliativ. Und dann hatte ich also diese Diagnose, die ich ja eigentlich nicht haben wollte, aber die hatte ich dann nun mal. Und dann das Gute war, es war schon etwas weggeschnitten, oder? Naja, also ich hatte diverse Lymphknoten betroffen. Das mit dem Wegschneiden wäre schön gewesen, wenn man den Rest auch hätte wegschneiden können. Aber man kann ja nicht beide Lungenflügel und Lungenmilz, also Lungenmilz und Leber in die Mülltonne werfen. Das geht ja leider nicht. Das hätte ich sicherlich auch als gut empfunden zu dem Zeitpunkt, wenn man sich einfach seines Problems entledigt, indem man es rausoperiert und ein anderer handelt und die Krankheit ist vermeintlich erstmal behoben. Das hätte ich klasse gefunden, war aber nicht so. Das Wort vermeintlich fand ich jetzt ganz super. Das lassen wir jetzt auch so stehen. Gern. Und dann hatte mir meine Familie einen mehr oder weniger ungewollten Onkologentermin vereinbart, weil die natürlich gehört haben, Hodgkin, und Hodgkin ist ja das Steckenpferd der Schulmedizin, und die ganzen Mediziner um meinen Vater herum haben natürlich gesagt, wie verrückt ich bin und dass man das alles anders macht. Und ehe ich mich versah, hatte ich dann im größten Krankenhaus Münchens
einen Termin bei einem Onkologen. Und dieser Onkologe hat mir dann auch gleich meine Prognose gegeben, die ich eigentlich nicht haben wollte. Und die war dann 8 Wochen. Und schlussendlich wollte er mich halt dazu bringen, dass ich die Chemotherapie bei ihm mache, dass ich direkt sozusagen einchecke in der Onkologie. Und er hat dann gesagt, wenn ich jetzt also palliative Chemotherapie mache, bei ihm im Krankenhaus dauerhaft dort liege, dann könnte ich noch 8 Monate haben. Und dann hat mein Mann ihn gefragt, ob er mich heilen kann. Und dann hat er gesagt, er kann mich nicht heilen, niemand kann mich heilen. Und dann haben wir beschlossen, dass er nicht unser Mann ist und nicht unser Arzt und nicht mein Arzt. Und dann sind wir dort gegangen. Und der hat natürlich schon versucht, Druck zu machen. Ich muss fairerweise sagen, dadurch, dass er befreundet war wiederum mit meinem Vater und meinem Bruder, hatte er natürlich auch die Aufgabe. Also vielleicht hätte er sich anders verhalten, wenn ich jetzt nicht irgendwie im Bekanntenkreis gewesen wäre. Das weiß ich nicht. Ist auch irrelevant, denn dieser Arzt starb an Krebs noch bevor, also noch vor diesen 8 Monaten, die er mir gegeben hat, ist er selbst gestorben. Insofern wäre jetzt auch eine Behandlung mit ihm nicht mehr so richtig in Frage gekommen. Und für mich kam sie eh nicht in Frage. Also für mich, ich wollte Ärzte, die an mich glauben. Hm. Und das hat er nicht getan. Und deshalb kam er nicht in Frage. Und das war dann Mai. Und dann habe ich also wieder nicht in der Hinsicht onkologisch weitergemacht, sondern habe an den Dingen festgehalten, die ich bis zu dem Zeitpunkt gemacht habe. Was war das zum Beispiel? Ich habe eine Kohldiät gemacht. Also ich habe ausschließlich Kohl, Ananas, Papaya, Leinöl und Zitrone gegessen. Und Kohl, fermentierter Kohl? Alles. Mhm. Also ich habe 1,5 Jahre ausschließlich Kohl gegessen. Insofern habe ich alle Arten von Kohl auf alle Art, also auf jegliche Art und Weise. Natürlich jetzt nicht mit Speck und Käse, sondern also Kohl. Also ich habe nur diese Lebensmittel gegessen. Ich habe nichts anderes gegessen. Also Tees noch, aber ich habe kein Brot, kein Fleisch, kein Alkohol, kein Kaffee. Also nicht Sauerkraut mit Schweinsbratwürstchen. Das denken ja, nämlich verstanden. Viele. Mhm. Sondern tatsächlich ausschließlich Kohl. Mhm. Ich habe gerade letzte Woche einen Freund unseres Hauses, der Prostatakrebs geheilt, sich selbst mit Sauerkraut. Ja. Er hat wirklich 2 Jahre lang nur fermentierter, frischer zubereiteter Sauerkraut, wo das Probiotikum noch drin ist, mhm. also nicht pasteurisiert gegessen. Und dachte ich, mein Gott, das ist schon cool. Das Diese ist Art cool, Medizin ja. ist super. Ja, also das du ist hast cool. das im Vorfeld auch schon gemacht. Ja, das habe ich. Wie viele Jahre oder wie lange? Insgesamt habe ich es 1,5 Jahre gemacht. Gut, und dann warst du beim Onkologen. Und dann war es aber noch nicht besser, obwohl du es schon... Nee, als ich beim Onkologen war, das war dann so ein 11 Monate vielleicht. Okay. Also die 11 Monate haben noch nicht gereicht mit dieser Kohl-Essen? Nee, das hat noch nicht gereicht. Also ich habe... Aber du hast dich schon gut gefühlt. Nee. Auch noch Ich habe mit der Kohldiät schon angefangen, bevor ich die Diagnose hatte, weil ich ja immer Rückenschmerzen hatte und ich bin von einem von irgendeiner Form von Entzündung ausgegangen. Und dann habe ich mit der Kohldiät schon angefangen, bevor ich die Diagnose hatte. Und die habe ich dann halt weitergemacht und bin auch strenger geworden natürlich. Wer hat dir eigentlich die empfohlen, diese Kohldiät? Mein Mann. Weil das ist auch etwas, was eben sehr wenige Menschen eigentlich auch wissen, dass diese Art Ernährung sehr förderlich ist, für ja. Entzündungsparameter zu reduzieren. Gut, ich habe meinen Kindern immer die römischen und griechischen Sagen vorgelesen und da ist der Kohl ja sehr relevant. Und die Römer haben ja viel mit Kohlblättern geheilt, mit Papaya also, mhm. Oder mit Ananasblättern, also je nachdem, wo sie natürlich waren, die Römer, und wo es die Früchte gab, haben sie das damals schon gemacht. Und insofern, also Kohl als Antibiotikum ist im alten Rom also gang und gäbe gewesen. Insofern musste man sich eigentlich nur so ein bisschen zurückbesinnen. Und das habe ich gemacht mit der Kohldiät. Und dann hatte ich natürlich meinen Homöopathen. Und ich habe aber auch meditiert, ich habe visualisiert. Das habe ich regelmäßig und also jeden Tag gemacht. Und das waren die ersten Säulen, die ich hatte. Und kann aber nicht sagen, dass es mir besser ging.
Kann aber sagen, dass ich nicht gestorben bin. 11 Monate lang. So ist es. Ja. Obwohl also, die Diagnose viel geringer war. Ja, also ich bin auch über meine 8-Wochen-Prognose dann natürlich drüber gekommen und bin nicht gestorben. Insofern war das mit Sicherheit wirksam. Und dann, also deutlich später, also 11 Monate nach meiner Diagnose, nach dem metastasierten Krebsleiden, bin ich dann wieder von der anderen Seite meiner Familie von einem Onkologen angerufen worden. Und der war mir sehr sympathisch. Und insofern bin ich auch zu dem dann hingegangen und habe mich dann auf eine Chemotherapie eingelassen aufgrund der Schmerzen. Ich hatte ja diese 5 gebrochenen Wirbel und ich hatte den Tumor an den Enden von den Nervenkanälen in der Wirbelsäule. Also es zog, es hat auch die Nerven umwunden und insofern hatte ich dauernd Schmerzen und ich habe keine Schmerzmittel genommen und das habe ich dann nicht mehr, das konnte ich nicht mehr ertragen. Und dann gab es eben 2 Varianten als Idee. Das eine war eine Morphinbehandlung, von der ich mir sicher war, dass sie mich nicht weiterbringt. Also außer, dass ich schmerzfrei bin. Aber mir war natürlich klar, dass ich dann mit meinem Verstand auch sehr wenig machen kann, wenn ich unter Morphin bin und dass ich nicht mehr aktiv sein kann. Und die andere Alternative war eben eine palliative Chemotherapie. Und die habe ich dann gemacht, nicht in der Form, wie es der Onkologe wollte, sondern in einer, also ich hätte eine Doppelhochdosis-Chemotherapie machen sollen, das habe ich nicht gemacht. Ich habe eine einfache gemacht. Und ich hätte sie auch lebenslang machen müssen, das habe ich auch nicht gemacht natürlich. Und ich habe mich nicht operieren lassen. Ich hätte mich operieren lassen müssen, weil die Wirbel ja gebrochen waren und man wollte mich versteifen vom Becken bis zur Brust. Bis hier wollte man mich versteifen mit 2 Stangen. Das habe ich auch nicht gemacht. Und dann war die größte Überraschung eigentlich bei der Biopsie, dass man in den Knochen keine Krebszellen mehr gefunden hat. Das war erstaunlich, weil ich also in Anführungszeichen keine Behandlung vorher gemacht habe, weil jetzt in der Schulmedizin Diäten und Homöopathie nicht als Behandlung gilt und auch Meditation und Visualisieren natürlich nicht. Und ja, das war erstaunlich, aber dann hat der Onkologe gesagt, dass das mit Sicherheit dann entweder haben sie die falschen Stellen erwischt, als sie mich biopsiert haben, oder das Labor war veralt oder. Und da ich ja noch Lunge, Milz und Leber vergrößert hatte, also man wusste jetzt natürlich auch nicht, ob das noch was ist oder ob das schon in der Umwandlung war, habe ich dann eben diese reduzierte Chemotherapie gemacht und hatte dann nach dem ersten Zyklus Leber und Milz waren doppelt so groß und die waren dann nach dem ersten Zyklus wieder auf Normalgröße. Und ich habe Ende Oktober angefangen und also Weihnachten war alles auf Normalgröße und nicht mehr sichtbar im Ultraschall. Und dann hatte ich Anfang Februar die Vollremission. Also kein Nachweis mehr. So schnell? Ja. Also ich fand es jetzt nicht schnell, aber jetzt im Nachhinein, also 15 Jahre später, finde ich es auch schnell. Aber wenn man drinsteckt, findet man es nicht schnell, nee. Also zwischen der Erstdiagnose und der vollständigen Gesundung? 13 Monate. Obwohl man eigentlich nur zwischendurch eine Diagnose hatte von 8 Wochen. Ja, genau. Das ist ein Schnellzug. Also ich habe es wirklich nicht als Schnellzug empfunden. Klar. Und ich bin auch, also ich habe schon damals viel Mentaltraining gemacht. Ich war auch Mentaltrainer und ich habe eigentlich gedacht, dass ich Superman bin. Und ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass ich schneller durch bin. Also ich fand mich langsam, muss ich jetzt echt sagen. Ich fand das auch wirklich lang und also ich war jetzt nicht so begeistert. Aber ich war natürlich begeistert von der Vollremission. Das ist klar. Wo siehst du jetzt den hauptsächlichen Therapiefokus, der dich weitergebracht hat? War es deine mentale Kraft? War es die Kohldiät zur Ergänzung mit der Homöopathie und der Chemotherapie? Denkst du, dass dieses Paket
wie es du für dich entschieden hast, der Segen war? Also ich glaube, dass mein persönlicher Segen mein Sturkopf war und dass ich einfach, ich habe viele Dinge intuitiv entschieden und ich habe das auch nicht, das sehe ich jetzt bei vielen anderen Krebspatienten, so sehr in Frage gestellt. Also ich habe zum Beispiel entschieden, dass meine Wirbelsäule nicht versteift wird mit dem Argument, dass ich reiten möchte. Das fand mein Onkologe ziemlich absurd. Er hat immer gesagt, das ist völlig irrelevant, ich werde im Leben nie wieder reiten können, so oder so nicht. Und deshalb kann ich auch meine Wirbelsäule versteifen lassen. Und das habe ich nicht gemacht aus irgendeinem, also das war nicht logisch. Das war einfach Intuition oder es war ganz einfach, ich wollte reiten und für das Reiten will man keine versteifte Wirbelsäule haben. Und schlicht und ergreifend wollte ich nicht auf dem Bauch auf dem OP sitzen und irgendjemand bohrt in meinen Wirbeln rum, das wollte ich nicht. Ich hatte Clemens Kubi kürzlich da, war Querschnitt gelähmt und wurde auch wie ein Toastbrot hin und her gedreht. Genau. Er hat es auch geschafft. Jody Spencer. Ja, ich kannte Lehrer. Damals auch die, mein Mann hatte schon also mitgeschnitten an Filmen von Clemens Kubi. Ja. Und wir kannten Clemens Kubi damals. Mhm. Insofern, ich wusste von dieser Geschichte und ich habe mir natürlich auch gedacht, also was Kubi kann, das kann ich auch. Aber sicher. Und insofern, und es gibt ja viele Geschichten. Also wenn man zu den Aborigines geht, die sind mit dem Knochenheilen auch deutlich schneller als wir. Also wir denken ja in der westlichen Medizin, ein Knochen heilt in 6 bis 8 Wochen, ein Knochenbruch. Aber das ist ja auch nur unsere Überzeugung. Es kann ja auch anders sein. Mhm. Und gut, das sollte jetzt nie wieder heilen, aber es gibt ja öfter Geschichten, wo irgendwas nie wieder heilt und dann heilt es ja doch. Gehen wir nochmals kurz zu diesen Wirbeln, die gebrochen sind, wo ja auch die Nerven durch den Krebs eigentlich so in einem Geflecht war, was ja den ganzen Schmerz ausgelöst hat. Der ist einfach weg. Ja, also natürlich baut sich ja der Tumor wieder ab und dann wird er auch abtransportiert. Und mein Onkologe wollte das ausspritzen lassen mit Beton oder was weiß ich, also mit medizinischem Beton natürlich. Das wollte ich aber nicht, weil der sich nicht abgebaut hat. Also dieser Beton wäre für immer da geblieben und der hätte sich nicht abgebaut in dem Maße, in dem sich mein Knochen aufgebaut hat. Und da ich davon ausgegangen bin, dass sich der Knochen konstant aufbaut, wollte ich da auch keinen Beton drin haben, weil der Beton hätte ja meinen Knochen daran gehindert, sich weiter aufzubauen. Und dann hätte ich ja immer Beton gehabt mit ein bisschen Knochen außenrum. Mhm. Und es wäre ja auch immer brüchig gewesen schlussendlich. Und diese vier gebrochenen Wirbel musstest du nichts mehr machen? Die sind selbst wieder zusammengewachsen? Ja, die sind wieder geheilt. Und ich habe dann angefangen mit Kiesertraining, also für 90-Jährige ganz wenig Gewicht, so in etwa. Und ich bin immer gelaufen, also soweit ich laufen konnte. Es war jetzt nicht gigantisch, das hatte auch mit Sport nichts zu tun, aber ich bin meine ganze Krankheit immer gelaufen, jeden Tag 1 Stunde. Und nicht viele Meter, aber irgendwann eben immer mehr Meter. Und ich bin immer in den zweiten Stock, wir haben im zweiten Stock gewohnt, ich bin immer die Treppen gegangen. Gab auch keinen Fahrstuhl, also ich hatte jetzt auch keine Wahl, aber das war das Ziel, dass ich das tue. Und ich bin schon davon ausgegangen, dass mit der richtigen Ernährung und konstanter Bewegung der Knochen das tut, was er immer tut, nämlich sich aufbauen. Und normalerweise baut er sich ja auch in einem gewissen Zyklus auf und ab. Und ich habe jetzt keinen Grund gesehen, warum er das nicht tun sollte. Was ich in dieser Sendung bisher gehört habe, ist, glaube ich, etwa 15 Mal, das will ich nicht. Ja, ich sage ja, ich bin ein Sturkopf, ja. Ja, ja, und ich fand es aber sehr entspannend, das will ich nicht, weil du dir sehr gut überlegt hast, was habe ich für Möglichkeiten. Dir wird eine Möglichkeit dargelegt, die bestmögliche aus Sicht des einen Experten. Und du hast ja entschieden, dass das nicht dein Weg ist. Rückwirkend betrachtet sind alle deine Entscheidungen goldig gewesen, selbstverständlich. Aber wie hast du diesen Prozess denn abgestimmt? Ich meine, du hast eine Sichtweise gekriegt
und sagt, das will ich nicht, aber dann musst du ja das anders haben. Das war letztendlich nur deine mentale Sichtweise. Oder hast du hier auch noch weitere Mediziner gehabt, die sagen, ja gut, setz alles auf diese Karte mental, ich hatte oder? Ich hatte keine Mediziner ansonsten. Also nur du alleine mit deinem Verstand hast gesagt, ich gehe jetzt diesen Weg. Also ich habe natürlich enorm viel gelesen und ich habe auch als Kind viele, viele Krankheiten gehabt. Ich war auch Asthmatiker. Und ich habe die Schulmedizin nicht als eine Medizin als Kind erlebt, die Dinge löst oder die heilt. Also ich habe die Überzeugung der Schulmedizin bekommen, dass man eingestellt wird auf Dauer, dass man Medikamente nimmt, die irgendwann nicht mehr wirken. Und ich habe jetzt, ich habe die Schulmedizin nicht als erfolgsorientiert oder als heilungsorientiert in meiner Kindheit erlebt. Und ich wollte geheilt werden. Also ganz einfach, ich wollte einfach geheilt werden. Und mein Ziel war auch nicht ein langzeitig eingestellt sein auf. Ich fand auch solche Aussagen wie, dann leben Sie vielleicht 8 Monate länger, fand ich völlig uninteressant, weil ich meine, also ich will nicht 8 Monate vegetieren, um dann tot zu sein, dann kann ich auch sofort tot sein. Also ich wollte entweder gesund leben oder dann lebe ich eben nicht, was ja auch in Ordnung ist. Also ich meine, man muss ja nicht zwingend überleben, aber wenn ich überlege, dann überlebe ich nicht als Pflegefall. Und das waren einfach, fand ich, die Optionen und ich habe aus dem Bauch heraus entschieden. Also ich habe wahnsinnig viel gelesen, klar. Ich war extremst belesen. Auch was diese ganzen, also ich hatte alle Chopra-Bücher gelesen. Ich habe Ken Wilber gelesen und die Krebserkrankung seiner Frau. Ich habe ich hatte auch Wege aus, also verschiedene Onkologie-Bücher und so weiter. Ich habe das alles gelesen und habe mich dann eben entschieden, ja. Wie hast du es mit deinen Blutwerten gemacht? Oder wenn ich jetzt, glaube ich, im Kaffee oben war noch das Stichwort D3. Also hast du geschaut, dass alle deine Blutwerte irgendwie stimmig sind? Also mit Vitamin D, das war damals nicht in. Und da hatte auch niemand eine Ahnung. Mhm. Und das würde ich auch heute anders handhaben als damals. Also ich habe es genommen, aber ich habe es viel weniger genommen. Und auch dieses, dass man seinen D3-Wert bestimmen lässt, dass man gewisse Einheiten nimmt, um irgendwo hinzukommen, das war alles damals noch nicht. Da ist man auch von ganz anderen Werten ausgegangen. Und vieles bin ich auch davon ausgegangen, dass ich das mental verändern kann. Also ich hätte zum Beispiel mehrere Bluttransfusionen vor der Chemotherapie haben sollen. Das habe ich reduziert innerhalb von 2 Tagen auf eine Bluttransfusion, weil mein Wert dann ganz knapp also unter der Linie war, wo man dann eben Chemotherapie machen kann. Und das habe ich einfach mit Wildkräutern und auch mit Willen gemacht. Ich habe mir das auch einfach vorgestellt, dass ich das nicht nötig habe. Und ich habe zusätzlich, also ich habe während der Chemotherapie auch wahnsinnig viel weggelassen, nicht zur Freude der Onkologen. Also man kriegt ja auch Spritzen, damit sich die Blutkörperchen wieder erholen und damit man dann in den nächsten Zyklus gehen kann und solche Dinge. Das habe ich alles nicht gemacht, das habe ich alles abgelehnt. Und das habe ich aus dem Gefühl heraus gemacht. Das war jetzt keine intellektuelle Entscheidung, die ich jetzt beweisen könnte oder wo ich sagen könnte, ich habe nach der und der Theorie gehandelt. Ich habe viel Vitamin C Infusionen gemacht. Also ich war ein großer Linus Pauling Fan. Mein Sohn heißt auch Linus, also ich habe ihn auch nach Linus Pauling benannt und hatte natürlich Ärzte schon immer gekannt, die außergewöhnlich waren. Also auch zum Beispiel Julius Hacketal, mein älterer Sohn heißt Julius und das hat auch, also der war sehr, sehr umstritten, aber der ist immer einen sehr anderen Weg gegangen und man hat auch gesehen, dass es andere Wege gibt und die kannte ich und ich habe schon, ich kannte viele Geschichten, wo Menschen andere Wege gegangen sind und auch dann geheilt wurden. Und also der Erfolg gibt dir ja recht. Ja. So. Und da auch meine Frage, diese ganzen Mediziner, die auch mit dir
diesen Weg gegangen sind und gesehen haben, das will sie wieder nicht, das will sie nicht, die müssen ja heute auch zurückschauen und sagen, ist doch verrückt, was die Dame da geleistet hat. Es geht also auch anders. Haben die da Ihnen das auch kommuniziert, die Freude ausgedrückt oder ihr Erstaunen oder? Also die haben natürlich, also es gab ja nur einen Onkologen dann, der hat schon seine Freude ausgedrückt. Ich bin auch in irgendeinem Werk, allerdings als der erste Hodgkin-Fall, der aufgrund der Chemotherapie geheilt wurde. In dem Stadium, also da bin ich in der Medizin aufgelistet als irgendein Fall. Und er fand das auch gut und hat sich natürlich darüber gefreut, hat oft, wenn er Rückenschmerzen gehabt hat, dann hat er immer gesagt, dass er immer an Frau Reichel denkt und jetzt ins KISA-Training geht. Also der fand das schon gut, aber ich glaube nicht, dass er irgendwas verändert hat. Also Der hat halt immer gesagt, es gibt in der Onkologie halt auch immer Sahnehäubchen, die einen wieder weitermachen lassen. Und ich war halt einer dieser Fälle, die halt gut ausgegangen sind. Das haben Sie auch verdient und das haben auch alle unsere Zuschauer verdient. Ein Punkt muss ich noch reingrätschen. Nach meinem Verständnis von Krankheit gibt es immer eine Ursache. Und ich kenne viele Leute, die haben die Ursache irgendwo in der Psyche gesucht und haben Sie für sich eine Ursache gefunden, dass das die Wirkung am Körper nicht wiederkommt? Eher nicht, nee. Nee. Also ich hätte zwischendrin, also ich denke mal grundsätzlich, dass das Krebs eine multifaktorielle Erkrankung ist, dass es immer wieder Dinge gibt. Es gab Hodgkin ist oft eine Form von einem Vergiftungskrebs. Also es liegt oft eine Vergiftung dahinter, also entweder auf physischer, psychischer oder chemischer Art und Weise. Es gibt viele Hodgkin-Patienten, deren Erkrankung man auf eine verunreinigte Polio-Impfung zurückführt. Da gab es mal einen Skandal mit einem Affenvirus. Da führen manche das daraufhin zurück. Ich bin im Haus aufgewachsen, das mit Zylamon gestrichen war. Und das ist auch bekannt, dass das Morbus Hodgkin und Leukämien erzeugt. Also es gab da, sage ich mal, ein paar Gifte, die es hätten sein können. Da war die Entgiftung auch ein Thema in der Phase. Die Entgiftung, also ich hab einen Bluttest machen lassen und habe das dann auch ausleiten lassen, diese Gifte. Und Aluminium war natürlich auch ein Thema. Ist das alles beschrieben in diesen zwei Büchern, wo du da... Alles. Also in dem ersten Buch sind die ganzen Therapiemöglichkeiten beschrieben und in dem zweiten nur der mentale Teil. Also diese zwei Bücher zeigen eigentlich, was wir jetzt da in einer kurzen Sendung dokumentieren, deinen ganzen Weg, was aber stellvertretend auch sein kann, optional für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer mit ähnlichen Diagnosen, oder? Ja. Also das erste Buch zeigt die verschiedenen Therapiemöglichkeiten auf, die es alle gibt. Und da gibt es ja sehr viele. Und das ist auch wahnsinnig spannend. Und hast du die auch gerade bewertet? Warum hast du die nicht für dich genommen hast? Oder Vor- und Nachteile? Nee, aber ich bin eher puristisch. Also ich mag nicht so viele Therapieformen. Also ich fand jetzt meinen mentalen Anteil, also meine Meditation, meine Visualisierung, die Homöopathie ist ja auch sehr puristisch, ist ja sehr wenig Wirkstoff im Verhältnis. Ich hatte mal den Professor Harald Wallach da, der hat ja eine Uni geleitet, auch in Bezug Homöopathie. Und ich habe ihn gefragt, ja, lieber Harald, warum funktioniert Homöopathie mit all deinen Studien und Weisheiten? Und da hat er gesagt, weißt du, nach all unseren Studien wissen wir, es funktioniert, aber wir wissen auch nicht immer. Ja. Das ist die Aussage und das fand ich ehrlich und fair und richtig, aber es ist eine Art Medizin, die man heute ganz, ganz sicher nicht ausschließen darf, weil sie eben doch auch funktioniert. Nur nicht immer.
Warum ja, auch aber, immer. Aber was ich denke, was bei der Homöopathie immer funktioniert, das ist die Auseinandersetzung mit dem Patienten. Mhm. Also die Erstanamnese ist ja immer 1,5 bis 2 Stunden und ein Homöopath setzt sich immer mit dem Patienten auseinander und zwar mit allem, mit jedem Albtraum, mit allem, was da so ist. Also mit dem gesamten Patienten und dem gesamten Menschen inklusive seiner Gedanken. Und insofern finde ich den Stellenwert extrem hoch. Und ich würde sagen, also mein Homöopath war ja auch Arzt. Klar, er war klassischer Homöopath und somit hatte er ja eine volle medizinische Ausbildung. Also er war ganz normal Dr. Med und hat dann eben zusätzlich Homöopathie noch mal 7 Jahre gemacht. Das ist ja auch nicht so, dass es schnell ist, sondern die Ausbildung war ja nur länger und nicht kürzer. Und die Aufmerksamkeit und dieses Nicht-Bewerten, was ein guter Homöopath, was den ausmacht, das fand ich eigentlich den größten Anteil, weil ich einfach jemanden hatte, der auf mich eingegangen ist und auch auf all meine Spirenzien und der die nicht bewertet hat. Ich bin nicht rausgekommen und habe mir gedacht, oh Gott, das ist alles Quatsch. Mein Homöopath fand zum Beispiel die Ernährung nicht so relevant, wie ich sie relevant fand. Der fand immer, das ist ganz nett und du kannst Kohl essen, wie du willst. Das ist alles hübsch und schön. Der hätte es mir nie ausgeredet, aber der hätte jetzt auch nicht, es war nicht sein Thema. Und das fand ich extrem gut. Also das ist nochmal anders als zum Beispiel in der Onkologie, wo auch heute noch gesagt wird, ach, gehen Sie doch eine Eiscreme essen und lassen Sie es doch gut gehen. Ja, und das, jetzt ist doch auch schon egal, essen ja, Sie doch weiß. Einfach ja, noch ja. mal. Und ja, ja. das ist doch alles. Und der Diabetes-Patient kriegt ein Brot zum Frühstück. Ja, und alles ist in Ordnung. Mhm. Und das hat er eben nicht gemacht. Also er hat es nicht bewertet, aber er hat auch nicht mich eingeschränkt durch eine Bewertung. Der Arzt war wirklich eine Schlüsselstelle. Der war, also insofern, von meiner Bewertung würde ich sagen, dass mein Homöopath sehr weit oben steht. Mhm. Und was ich persönlich als den wichtigsten Teil ansehen würde, waren meine Gedanken. Also ich habe genau geschaut, was denke ich, welche Begrenzungen habe ich, was denke ich über diese Diagnose, glaube ich, dass ich überleben kann, glaube ich, dass Krebs heilbar ist, glaube ich, dass eine Krebszelle nur in eine Richtung wachsen kann, nämlich die, die für mich negativ ist, oder glaube ich, dass eine aus einer kranken Zelle auch eine gesunde Zelle werden kann, glaube ich, dass Knochen wieder zusammenwachsen können. Und das war die Hauptaufgabe. Also ich denke, die für mich war die, also meine Gedanken waren die Hauptaufgabe und einen Plan zu haben und den zu verfolgen. Also ich habe es nicht gemacht, dass ich gesagt habe, ich mache ein bisschen Kohldiät und dann gehe ich ein bisschen spazieren und wenn ich keine Lust habe, dann esse ich irgendwie meine Gummibärchen auf der Couch und die Welt ist auch in Ordnung, weil ich tue mir mal was Gutes, weil ich bin ja eh schon so ein armes Schwein und dann helfe ich mir mit meinen Gummibärchen. Das habe ich nicht gemacht. Also ich habe einen Plan gemacht und den habe ich durchgezogen und den habe ich sehr stur durchgezogen und ich bin auch einfach ein sturer Mensch, schlicht und ergreifend, und deshalb war das auch für mich nicht so schwierig. Also wenn ich mir was vornehme, dann tue ich das im Allgemeinen auch. Wie viele Jahre bist du jetzt schon vollständig gesund? Seit 2005, also das ist ja 16. Unglaublich, wirklich. 16. Ja. Mein Gott, das hat dich ja alles sehr früh erwischt. Und ich reite. Bravo, bravo, bravo. Also ich bin Turnierreiter, ich reite Dressur, ja. Ich habe mein eigenes Pferd und ich reite aktiv. Also ich bin aktiver Reiter. Ich reite das nicht nur hin und wieder, sondern ich bin aktiver Reiter und ich mache 5 Stunden Yoga die Woche. Also das geht dann auch. Also auch wenn man vermeintlich kaputte Knochen hat. Also meine ganz große Achtung vor diesem Sturkopf. Wirklich, hast du super gut gemacht. Es ist, vielleicht hast du wirklich den Vorteil gehabt, dass du so eine sture Ausrichtung hast. Ich glaube, viele Zuschauerinnen und Zuschauer werden wahrscheinlich durch eine Diagnose psychisch in so ein Loch fallen und vielleicht meinen, alle die Informationen, die ich jetzt kriege von meinem Arzt, muss ich 1:1 umsetzen. Und dein Weg zeigt einfach, nein,
die Selbstverantwortung zu deiner Gesundheit steckt bei dir und niemand anders. Niemand nimmt dir diesen Rucksack weg. Mhm. Und das, und durch diesen Weg hast du einen Weg gefunden, rauszukommen. Aber es wäre nicht gegangen, wenn du nur den Weg gemacht hättest. Hättest du jetzt einen steifen Rücken, würdest nicht reiten. Und vielleicht hätten sich diese 8 Monate letztendlich manifestiert, diese Selbst. Aber ich glaube, ich hatte auch einen unheimlichen Vorteil, weil diese Diagnose praktisch final war. Und dadurch auch der Onkologe vielleicht ein bisschen freier war, weil er so oder so, also er hat immer zu mir hat er es nicht gesagt, aber zu meinem Mann hat er gesagt, dass ich niemals geheilt sein werde. Und ich glaube, dass es für ihn dann auch einfacher war, weil als ich gesagt habe, ich mache nur die Form von Chemotherapie und nicht jene und ich mache keine Bestrahlung und ich mache das alles nicht. Ich habe ihm auch gesagt, ich mache nur die Chemotherapie, wenn ich gleichzeitig eine Hochdosis Vitamin-C-Therapie machen kann. Und entweder wir machen das so oder wir machen es gar nicht. Und ich glaube, für ihn war es auch einfach, weil es wäre ihn niemand angegangen, weil es war so oder so aussichtslos. Und ich glaube, er konnte dann auch leichter sagen, ach, lass die Reichel machen. Das ist jetzt eh schon wurscht. Und ich glaube, dass das ein Riesenvorteil war. Also da ist niemand, also die Onkologen sind nicht auf die Idee gekommen, dass sie jetzt mich heilen werden. Und das kann in dem Fall auch ein Vorteil sein. Also weil man dann vielleicht auch Abstriche macht und sich denkt, ach, gut, wenn sie jetzt will, dann ist auch okay. Jetzt bist du natürlich eine Mensch mit einem unglaublichen Wissen, einen Rucksack, den du dir angelegt hast an Know-how, an schöpferisches Potenzial. Da muss sich jetzt meine Frage natürlich aufdrängen. Wenn Menschen da draußen sind, die eigentlich Ähnliches diagnostiziert kriegen, bist du jetzt therapeutisch tätig? Dürfen sich die mit dir verbinden? Stehst du für Austausch zur Verfügung? Ja, oder ist es eigentlich das Buch, was man zuerst lesen sollte, bevor man sich mit dir austauscht? Also das Buch sollte man generell lesen, weil man dann weiß, wie ich ticke. Und ich denke, dass das für viele Menschen ist es natürlich auch nichts. Mhm. Also weil ich gehe schon auch davon aus, dass man halt, ich vergleiche gerne eine Krebskrankheit zum Beispiel mit einem Dressurturnier. Also erstens mal stellt man sich mental vor, was man will. Also man reitet nicht ein und denkt sich, und dann falle ich in der Mitte von der Arena, falle ich in die Pfütze und bin dreckig und das Turnier ist zu Ende. So bereitet man sich nicht auf ein Turnier vor, sondern man stellt sich das vor und man geht davon aus, dass man natürlich gewinnt und am Ende ein Schleifchen kriegt. Das ist das Ziel. Und man würde auch als Trainer, würde man nicht sagen, ach, du brauchst gar nicht antreten, weil du warst eh Letzte. Und ich denke, dass das die Dinge sind, so sollte man das auch tun bei einer Krebserkrankung. Also man soll überlegen, was für ein Ziel will man? Also will man überhaupt leben? Das ist eine Frage, die man sich erstmal beantworten muss und die ist nicht so leicht zu beantworten. Also was will man von diesem Leben? Das ist nicht selbstverständlich, wenn man so eine Diagnose kriegt, dass man auch wirklich weiß, was man von diesem Leben will. Also ich musste es zumindest nicht gleich am Anfang. Ich musste mir schon Gedanken machen, was ich will, was ich verändern will. Ich habe das alles getan. Also ich wollte wieder reiten. Ich wollte Bücher schreiben. Ich habe eigentlich Jura studiert. Ich wollte nicht mehr Jura machen. Aber eine negative Formulierung bringt es ja nicht. Also musste ich überlegen, was will ich stattdessen machen? Hat mein Homöopath mir auch gesagt. Ich will nicht, ist nicht der Ansatz, sondern was möchte ich? Und das waren eben meine Bücher. Und ich habe mittlerweile Nummer 33 geschrieben. 33 Bücher? 33, ja. Alles über Gesundheit? Nein, auch viel Schule und Gesundheit. Mhm. Ich wollte ans Meer ziehen, ich bin ans Meer gezogen und ich wollte reiten und genau das tue ich. Und das war zum Beispiel schon auch wichtig, also mir einfach zu überlegen, was will ich? Ich will einen Plan haben und dieses einen Plan machen, das finde ich sehr wichtig und auch diesen Plan zu verfolgen. Und da muss man sich überlegen, will man das oder möchte man lieber einfach von jemandem an die Hand genommen werden? Also will man seinen eigenen Plan machen oder in der Onkologie ist das natürlich auch sehr praktisch. Man wird an die Hand genommen, man macht etwas, ob das Ergebnis gut oder schlecht ist, ist im Grunde gleichgültig, weil man dann eben, entweder man hat so ein,
einen aggressiven Krebs oder man ist eben unheilbar. Also man hat ja damit nichts mehr zu tun. Und wenn man seinen eigenen Plan macht, dann hat man natürlich schon was damit zu tun und dann kann man gewinnen oder verlieren. Mhm. Und dazu muss man eben auch bereit sein. Also man muss bereit sein zu sagen, wenn ich all das nicht mache, dann kann meine Wirbelsäule brechen und dann bin ich querschnittsgelähmt. Mhm. Und wenn man dazu nicht bereit ist, dann, also das muss man sich einfach vorher überlegen. Mhm. Ob man das möchte. Ja, es ist, ich habe es gut verstanden, super cool. Also das steht auch im Buch beschrieben, das steht auch im dass Buch man hier oben zuerst wirklich wissen will, was man will. Ich will gesund werden, ich will einen Weg haben, ich weiß, was ich im Leben noch erreichen will. Und wenn dieser Plan steht, dann könnte man mal mit dir auch in Austausch kommen. Ja, also wir haben, ich habe mit meiner Freundin Bettina Flossmann, haben wir online Krebsberatung. Das heißt, wir sind da in einer kleinen Gruppe. Und ihr versteht nämlich den Patienten viel besser, weil ihr es ja selbst erlebt habt, oder? Ich glaube, der Vorteil ist auch, dass man sich austauscht mit einmal Menschen, die es geschafft haben und zum anderen auch mit anderen Krebskranken. Und man muss auch nicht, wenn man sich mit seinem Umfeld austauscht, dann kommen ja immer Gefühle. Und auf die nimmt man dann vielleicht auch Rücksicht. Also es ist nicht einfach, mit seinem Partner über den Tod zu reden oder es ist auch nicht einfach, mit seinem Partner. Also angenommen, ich habe jetzt einen Partner, der denkt, die Chemotherapie ist die Rettung und ich denke, die Chemotherapie ist nicht die Rettung, dann wird es schwierig, mich mit meinem Partner auseinanderzusetzen. Aber in so einer Gruppe kann ich sagen, ich will das aus diesem und jenem Grund nicht oder da kann und da habe ich nicht diese Reson oder dieses so wahnsinnig eng verbunden sein, sondern man kann das neutral sich angucken und kann auch einfach mal Dinge sagen, die man seinem Umfeld vielleicht nicht sagen würde, weil es die belastet. Und man, also was wir in den Gruppen immer feststellen und was ich auch interessant finde, dass oft, man hat immer Zweifel, egal welchen Weg man geht. Also wenn man was Alternatives macht, dann denkt man ja manchmal, ach Gott, diejenigen, die eine Chemotherapie machen, die gehen da durch und die machen alles richtig und dann wird's schon. Aber auch Menschen, die eine Chemotherapie machen, haben ihre Zweifel und kommen an ihre Grenzen. Und ich sehe nur die Statistik und die... Die Statistik schaut man sich lieber nicht an, ja. Ja, die schaut man sich lieber nicht an, ja. Genau, ja. Wie finde ich jetzt eure Gruppe, der Zuschauer, wenn ihr jetzt Kontakt aufnehmen will? Also ich habe eine Webseite, miriamreichel.com, miriam-reichel.com. Mhm. Und da findet man meine Bücher, da findet man die Kontaktdaten. Super. Wir machen auch ein Retreat. Wir machen jetzt dann in Kapstadt im Winter, also im November, eine Woche ein Retreat, wo man praktisch ja, sich Gedanken über seinen Weg machen kann, Yoga macht, meditieren wird, sich austauschen kann, alle Fragen stellen kann, die man hat und mit anderen Menschen, die auch betroffen sind, einfach jetzt nicht in einer Onkologiepraxis, sondern, sage ich jetzt mal, in einem schönen Rahmen sprechen kann und Zeit hat, sich darüber Gedanken zu machen, was will ich, was nicht selbstverständlich ist, dass man das weiß. Und ja. Wir haben noch 1-2 Minuten. Retour betrachtet, war das alles jetzt ein Fluch oder ist es doch zum Segen geworden? Also ich bin nicht der Meinung, dass man immer durch alle tiefen Täler gehen muss, um was zu lernen. Müsste nicht sein, gell? Das müsste nicht sein. Also ich denke, ich hätte das anders lernen können. Das wäre durchaus möglich gewesen. Und es hätte nicht unbedingt sein müssen. Ich hatte auch vorher schon viel Wissen. Ich war ja also da weiter davor, 10 Jahre davor chronischer Asthmatiker und habe mein Asthma auch mit Meditation wieder hinbekommen. Und ich bin kein Asthmatiker mehr. Und das heißt, es hätte eigentlich reichen können. Aber ich habe dann ja auch ganz lange dazu nichts gesagt und habe auch nicht geschrieben. Ich habe es ja auch in meinem Umfeld sehr, sehr wenigen überhaupt nur gesagt, dass ich Krebs hatte. Es gibt auch viele Menschen, die wussten gar nicht, dass ich Krebs hatte. Die wussten das erst, als ich das Buch geschrieben habe. Und das Buch habe ich auch eigentlich nur geschrieben, weil ich ein Interview hatte, mein erstes Interview zu Krebs beim Bayerischen Rundfunk. Und die Moderatorin gesagt hat, und wann kommt das Buch? Und ich habe unbedacht einfach gesagt, ja, ich fange an. Gut.
Und so habe ich es gemacht. Mhm. Und das ist schon ein Segen gewesen. Also dieser Austausch. Ich habe unheimlich tolle Menschen darüber kennengelernt und den Krebs retroperspektiv betrachtet, ist das wahnsinnig spannend. Die Therapieformen sind spannend. Also es ist eine, wenn man nicht drinsteckt, eine enorm spannende Erkrankung und erzählt uns viel übers Leben und auch die verschiedenen Aspekte. Und jeder hat so sein Päckchen, jeder hat seinen Grund und spannende Erkrankung. Ich glaube, du kannst ganz, ganz vielen Menschen noch so viel Kraft und Hoffnung mit auf den Weg geben. Und das wäre schön, ja. Du darfst für deinen Weg stolz sein, aber ich glaube, du darfst auch stolz sein für die vielen Menschen, die du jetzt auf ihrem Weg ein Stück weit begleiten darfst mit diesem Wissen. Und das gebührt mir einen aufrichtigen Dank. Und noch was? Ja, also solange zumindest hängen bleibt, dass man Dinge verändern kann und dass man heilen kann, dass Heilung möglich ist, bin ich absolut glücklich, ja. Ich sage jetzt auch gern noch abschließend, auch Gottes Gnade dürfen wir vielleicht auch noch reinnehmen. Natürlich, auch das. Ist alles in einem zusammen, hast du es geschafft. Und nochmals herzlichen Dank und ich wünsche dir für die Zukunft und fürs Leben wirklich keine Täler mehr. Wirklich die Sonne nur noch über dich scheint. Du hast es echt verdient, aus diesem Weg rauszukommen. Und ich wünsche mir sehr gerne, dass viele Menschen dich auch wirklich kontaktieren mögen, um einfach diese Kraft, diese Hoffnung und deine Zuversicht und deinen sturen Kopf zu erben, um hier wirklich den Weg zu gehen. Super. Liebe Miriam, danke herzlich. Vielen Dank, Alexander. Und Ihnen auch, liebe Zuschauerinnen. Zuschauer, im Moment stehen mir auch die Haare auf. Sie sehen, es ist wirklich eine tolle Geschichte, die wir aus dem Leben Ihnen erzählen durften. Und wieso soll das nur Miriam Reichels Geschichte gewesen sein? Es darf auch Ihre sein. Und das wünsche ich mir von ganzem Herzen, dass Sie auch einen Weg finden werden, der individualisiert auf Sie zugeschnitten einfach der richtige ist. So, das war's. Alles Gute wünsche ich Ihnen für die Zukunft. Bis ein anderes Mal und auf Wiedersehen miteinander.